Hallo und herzlich willkommen hier von mir, dem D-Spyro, im Rahmen des 100 Abonnenten-Specials, wo ich ja vor kurzem ein Infovideo hochgeladen habe, habe ich ja angekündigt, dass ich neben der Deutsch-Untertitelung des Phoenix Wright MLP-Crossovers, was es auf YouTube gibt, noch ein weiteres Video mache. Ja, das ist heute dieses erste Blind-Reaction-Video von mir zu der neuesten MLP-Folge Campfire Tales. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie dieses Video wird, ob es mir selber überhaupt gefällt, ob es euch gefällt. Und wie gesagt, je nachdem, wie es euch gefällt, werde ich in Zukunft da noch weitere Videos machen oder halt auch nicht. Das wird sich zeigen in Zukunft. Ja, deswegen, ich bin sehr gespannt auf die Folge. Ich habe bisher wirklich nur ganz wenig Infos dazu. Das Einzige, was ich weiß oder beziehungsweise ich vermute, ist, dass es um die Cutie Mark Crusaders wahrscheinlich gehen wird und um ihre jeweiligen Schwestern. Wie der Name ja schon sagt, werden es wahrscheinlich um Lagerfeuergeschichten gehen. Aber lassen wir uns überraschen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir die Folge mal. Und ich starte sie jetzt. Okay, ich scheine schon mal richtig zu liegen mit meiner Vermutung. Tanks are looking good. And we make good time today. At this rate we'll be at Winston Falls by tomorrow. We should do the annual Big Sister Little Sister camping trip every weekend. Then it wouldn't be annual. Ja. And if we did it every weekend, it probably wouldn't be as special. But the more das stimmt wohl. Remember the first time we came here and Rarity had that ginormous tent? I heard that. Ach. Rarity, das ist. Warum lässt du Sweet Evil immer deine Koffer schleppen? Oh. Ich würde es eher übertrieben nennen. Oh, Rainbow, tu sie schnell weg. What? Heard something. I stepped on something and I saw that creepy cave. Scootaloo, was bist du denn für eine Angsthase? Even after the last camping trip. Don't worry, kid. You got a big sister this time. Seit wann ist Scootaloo so eine Weichflöte? Mann, Mann, Mann. Oje. Oh. Oh, scheiße. Was ist das denn? Sliders. Oh, Sweetie Belle schafft es schon, ein Schutzschildzauber zu bilden. Nicht schlecht. Oh, jetzt krieg dich ein. Jawohl, Rarity. Erstmal die Mähne richten. Oh. Jawohl. Nicht schlecht. Oh, Feier. Don't worry, Scootaloo.
I was gonna tell you mine and Apple Bloom's favorite legend. Oh, Yimmy Rockhoof! I love that one! He was so strong and when he... Apple Bloom! Shh! You haven't heard it yet! Oh, okay. But it's so good! Well, it's true. Rockhoof was known far and wide for his incredible strength. But he didn't start out that way. You see, Rockhoof was a tiny little fella, the son of a farmer. Just like us! Ja, Klappe, Äppelblum. Wow. Oh. Scrawny and weak to protect the village. Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich das Pony so ein bisschen an Herkules von den Gesichtszügen und von der Frisur. Then, one fateful day, the volcano erupted. Ja, und auf einmal sind die ganzen Flecken von den Flyders verschwunden. Jawohl. Jawohl. Mach was. Ja. Wohl wahr. Good thing Rockhoof didn't believe in the word impossible. He continued to work, knowing the odds were against him, but determined to push through. Then something magical happened. Wow. What the fuck? Jawohl! Ist klar! Alter! Tja, jetzt habt ihr die längste Zeit über ihn gelacht. Das hat wirklich was von Herkules. Good story, Applejack. Even if it wasn't about me. I love that story no matter how many times I hear it. Why don't we see if it's safe to head back to camp? Girls? There is no camp to go back to. Tja, ich glaube, ihr müsst noch ein bisschen länger da drin bleiben. Oh. There, there, Squeaky Bell. Not to worry. How? Our camp was so pretty and this cave is so... not. Oh, no, 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 no. Not true. There's beauty in everything. Even these blah rocks aren't really blah. If you look closely, you can see flecks of gold in them. And the way the firelight dances on the cave wall, shadow and light, oh, it's so gorgeous. Nicht schlecht, Rarity. Have I ever told you about my favorite legend? No, I didn't know you had one. Her name was Mistmaid. Mistmaid? Isn't she the old wrinkly sorceress with the flower? Yes, but did you know she used to be the most beautiful unicorn in all the land? No. So what happened to her? Well... Mistmaid was a very promising young sorceress.
She was as talented as she was beautiful and kind. Every pony loved her and missed her when she was sent to the Die Hörner. Die könnten von dem Teufel stammen. While she was gone, she was delighted to find out that her best friend, Sable Spirit, was crowned Empress. She couldn't wait to return home once she finished her studies. But once she arrived, she was devastated by what she saw. Oh. What happened here? The Empress happened. She makes every pony work day and night on her palace. We don't have time to take care of anything else. Well, that can't be. I know her. She would never do this. But there was no denying. Ja, ja. Der Machthunger. Sable Spirit took everything that was beautiful away from any pony else. And Miss Bane was sure there had to be some explanation. I'd assume there was too. If some pony told me either one of you two had gone evil. Yeah, I'd never believe it. I don't know. I've seen the way you two get when you miss breakfast. So did Miss Bane. She went to confront her friend. Alter, Rarity kann das echt gut. Sable, is that you? Don't tell me you don't recognize your old friend. I don't. My friend would never work our families and friends to the bone for something as silly as a palace. Silly? My palace is a beacon of beauty. Any pony who passes will be in awe of its majesty. What good is a pretty palace if it just hides the misery of its ponies? Beauty is everything. You taught me that. What? You were always the pretty one. You got to go to the best magic school. Every pony missed you. Every pony loved you. I admit I was jealous. So I tried to perform a spell that would make me beautiful. You can see how that went. I vowed if I couldn't have beauty, I would take it. I wasn't chosen to be Empress, you know. I took it! Just like I'm going to take everything else. I can't let you do that. Let me? Ooh. Tja, so einfach geht's dann doch nicht. Jawohl. Badaboom. Every pony thought Sable Spirit was defeated, and that was that. But Miss Bane knew there was more she could do to help. Beauty isn't everything, but Miss Bane knew that it does have the power to make ponies smile. Yo. Whoa. You did this for me, even after I was so cruel. Oh, krass. Sable Spirit was so touched that she vowed to be more like her friend in the ways that mattered. From then on, she ruled with kindness and compassion. Oh, schön. Even though she gave away her physical beauty, she dedicated her life to spreading beauty all over Equestria. Any time you go out of your way to brighten some pony's day by doing something like giving them flowers, you're following in the hoofsteps of Mistmane. I think she's my favorite legend. Schöne Geschichte, Rarity. Oh. Oh je. Oh nein. Ich frage mich, warum das erst jetzt passiert.
Warum hast du nur noch die? Ja. Wahnsinnig clever, Rainbow. Und ihr könnt auch nicht mehr raus. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt komm runter. Meine Güte. Aber die Frage von Applejack war durchaus berechtigt. Warum zum Teufel ist Scooter Lou so ein Angsthase in dieser Folge? Oh. Ey. Oh, der ehemalige Drachenlord. Dragons is going to be impossible. Nothing will work. The commander was right. You can't outfight dragons, but you can outthink them. Das kann man natürlich machen. Commander Ironhead, I'm pretty sure I can outfly the dragons. If I can lure them into chasing me, you can all sneak into the lair and retrieve our friends before they get back. Are you really willing to take that chance, soldier? I am, sir. It's a very brave thing you're doing. Immer wieder die gleiche Taktik des Ablenkungsmanövers. Is this Natitis? The fireproof shield? It has protected Legion heroes for generations, and today I can't think of a worthier flank for Natitis to protect. Good luck, soldier. Come and get me, fire breath, if you can! Hey, hey, come and get me! Hey, I'm over here! Yo! What a flash thing is brave like Blueborn's life! Commander Ironhoof was able to get his soldiers back! Irgendwie erinnert mich das jetzt gerade an Drachenzähm leicht gemacht, den ersten Teil. Oh.
Yes! Jawohl! Das musste wohl noch sein. Stumpfe Gewalt bringt anscheinend nichts. Noch tiefer rein in die Höhle. Ja, wird ja mal Zeit, dass sie ein bisschen tapferer wird. Und die Mähne setzt natürlich wieder. Oh. Oh je, Mini. Aber ist doch schön, immer wieder das Gute zu sehen in den schlimmen Sachen. Okay. Wow. Also die Storys, die hatten es echt in sich. Okay, dann lassen wir den Abspann noch ablaufen und dann... Oh Mann. Ja. Wow, also, wie gesagt, also die Storys, die hatten es wirklich in sich. Das stimmt schon. Aber die beste fand ich definitiv war die von Rarity. Also, die hat mir echt was gegeben. Also. Ja. Zum Resümee der Folge kann ich eigentlich nur noch sagen, sie war okay. Also, das Niveau der 8. Staffel ist ja bisher sowieso. Der 7. Staffel. So weit sind wir noch nicht mit der 8. Staffel. Das Niveau der 7. Staffel ist ja schon sehr hoch. Also viele Folgen waren bisher auf ganz hohem Niveau. Die war eher so Mittelmaß, würde ich sagen. Aber was ich jetzt schon im Laufe der Folge immer wieder gesagt habe, warum zum Teufel ist Scooter Lou so ein Angsthase in der Folge? Die hat mit ihrem Scooter schon so alle möglichen Stunts gemacht. Ich erinnere nur an die Folge, wo sie Rainbows Eltern trifft. Also für diesen Stunt bis hoch nach Cloudsdale über diese Rampe zu springen mit diesem Katapult oder besser mit dieser Schleuder. Also die Scooterlu, die das gemacht hat, ist eine ganz andere als die Scooterlu, die in dieser Folge aufgetaucht ist, aber ganz gewiss. Mann. So, dann diese Flyders hießen sie ja, glaube ich. Warum sind die in der Höhle plötzlich sicher gewesen vor den Viechern? Also, nur ab der dritten Geschichte kommen sie dann so ganz vorsichtig so in die Höhle rein. Kann man drüber streiten, ob das wirklich logisch ist? Naja gut, aber ich will jetzt gar nicht groß rummeckern. Wie gesagt, sie hat mir an sich gefallen, die Folge. War allerdings ein bisschen zu straight, würde ich sagen. Also, man konnte schon
sich darauf einstellen, worauf es hinausläuft. Also, naja. Für mich war sie einfach zu straight. Sie hätte ein bisschen unvorhersehbarer sein können. Aber vielleicht ist das auch Meckern auf hohem Niveau. Abschließend will ich bloß noch festhalten, wie gesagt, die Storys, die die drei erzählt haben, waren sehr schön. Also, da kann ich nicht meckern. Und wie gesagt, die zweite, da bin ich noch am Überlegen, wo sie sich da die Vorlage hergenommen haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, die drei Geschichten hatten so ein bisschen ihre Vorlagen. Also die erste, könnte ich mir vorstellen, hatte sich an Herkules orientiert. Die dritte so ein bisschen an Drachenzähm leicht gemacht. Vielleicht auch eine Mischung aus Siegfried aus der Sage. Aber in der zweiten hatte ich erst gedacht, dass es um Mulan geht. Aber das passte dann nicht so wirklich mit dieser Herrscherin. Ich meine, ich weiß es nicht. Also vielleicht gibt es andere, die da jetzt sich eher einen Reim drauf machen können, aber mir hat jetzt das ehrlich gesagt erstmal nichts gesagt. Aber trotzdem, die fand ich richtig gut, die zweite Geschichte, weil diese Story halt, dass sie eben ihre Schönheit aufgibt und sie an ihre Schwester abgibt, das fand ich, war glaube ich die Schwester, ja. Das fand ich schon sehr berührend. Ja, abschließend kann man jetzt eigentlich bloß noch festhalten, ich hoffe, dass die nächste Folge wieder auf dem Niveau anzusiedeln ist. Aber ansonsten hoffe ich, dass es weiterhin so erfolgreich geht mit der 7. Staffel. So, das war mein erstes Reaction-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gerne mehr, wenn sie euch gefallen haben. Dann darf ich mich verabschieden. Euer D-Spyro. Ciao!